richtig Action hier, dem Laden hier. Richtig Stall hier, du, ehrlich. Hansi, wie geht es dir? Ach, was es Neues gibt, wolltest du wissen, was? Ich kann wieder laufen. Warst du dann krank? Ihm haben sie den Führerschein abgenommen. Und der war schon öfters weg. Der war schon mal weg und da habe ich ihn wieder gekriegt, dann war er weg, Ja, was denn nun? Aber ich habe ihn immer wieder bekommen. Beziehung muss man haben, Junge. Aber jetzt ist er für immer weg, der Mann ist gestorben. Gott sei Dank, dass der Lappen weg ist, weißt du. Immer das hin und her. Dann hat's der eine, hat's wieder keine, ne? Das war ja schon kriminell, war das, ne? Was meinst du, wie ob ich im Auto gesessen habe? Hab ich gedacht, hast du den Führerschein und hast du keinen? Ne? Nein. Ja, du warst ja schon in der Schule nicht der Schlauste, ne? Hallo, Vorsicht, keine Beleidigung, keine Politik bitte, ja? Meinst du, du wärst doch schlauer gewesen wie ich damals, mein Freund? Erinnere dich mal. Weißt du noch, damals in der Schule warst du erst im vierten Schuljahr, der rauchen durfte. Und warum? Weil du schon 18 warst, ja. Aber meine sehr geschätzten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, eins sollten Sie wissen. Wir zwei, wir waren immer schon nicht schlau, dort für dumm. Im vierten Schuljahr kommen wir so ja schon aus der Schule. Am Autofahrer hatte mir als Kind schon immer Spaß. Und darum hätte mir uns jen ein Auto angeschafft. Beim Fahrschullehrer Bobbekopf, so hieß der, haben wir uns angemeldet. Der sah aus. Der Kerl hätt uns blöd angelohnt und hätt schon festgestellt, ihr zwei, ihr liedet fahren nie, das hätt doch keinen Zweck. Ihr lauft am besten beim Autofahren, der hängt vom Steuer weg. Schon bei der ersten Fahrstunde, da waren wir nicht schlecht. Absolut, lieber Mann. Wir rammten ne Laterne vor, der stund ob einmal schlecht. Ne Ware von der Müllabfuhr, der haben wir nicht gesehen. Wir wollten auch nicht bremsen, das hat doch keinen Sinn. Und zweite Fahrstund, die war schön. Die war schön, der Spaß war. Die hätte doch Spaß gemacht. Dann kam ein Hohn gelaufen. Dann war ob einmal platt. Wir haben gedacht, dass dir gehört. Den Bruder ob der Eck. Der wollt das nicht und sagt zu uns, so'n platte Höhner han ich nicht. Jetzt lasse ich mal einfach hier meine Macht raushängen. Ja? Der Macher. Ja. Macho. Ja, Hans. Darf ich mal das Mikrofon? Danke, lass das.
Erstmal wollte ich dir eine kurze Frage stellen. Bitte was schön. Ist für unsere Freunde im Norden Deutschland, was ist ein Bobbekopf? Was ist das da für ein Sauerei? Hast du eben gesungen? Erzähl mal, was ist das? Ne Bobbekopf? Ja. Ne Bobbekopf ist, wenn du in den Spiegel guckst. Danke. Ich darf mir das erlauben, wir sind Freunde. Es ist ein lieber Mensch. Bis eben waren wir Freunde, Hans. Ich wollte jetzt eigentlich mal meine Macht raushängen lassen. Ich lasse es auch. Heute, dieses ist der Moment, wo ich sie ausnutzen darf. Mach bitte noch eine Zugabe. Auch das mit dem Poppet, das werde ich dir. Bitte, hier. Wollt ihr eine Zugabe? Seid ihr selber schuld. Hans, Eierkuchen gibt es gar nicht mehr. Hör mal, du hast ja so ein aufwendiges Leben schon hinter dir. Ja, ich bin als Kind groß geworden. Also darüber möchte ich mal gerne mit der Videokamera irgendwie was machen. Video? Video. Mein lieber Freund Werner, ich habe Video. Du hast Video? Ich habe eine wahnsinnige Videokamera. Guck mal, ich habe die damals unter der Hand gekauft, weißt du, so hinten rum. Die ist ja so heiß. Kannst den Winter ohne Handschuhe mitfilmen. Aber die hat einen Nachteil. Ist eine Profikamera. Aha. Die ist ja so schwer. Die musste man mir jetzt so zweimal auf die Schulter heben. Und Knöpfe. Tausende Knöpfe. Die Browserweise war auf der anderen Seite. Verstehst du? Da habe ich über 4 Tage gebraucht, bis ich den Knopf gefunden habe, wo ich überhaupt die Kamera anmachen kann. Aber ich schwöre dir, wie ein Schreiner. Wie ich den Knopf gefunden habe, habe ich alles gefilmt, was sich bewegt hat. Alles. Ja, was hast du denn noch, Herr Aldrop? Mein Auge, ich habe die Verkehr drum gehalten. Dieses Auge habe ich zum Fernsehen geschickt. Das ist einmalig. Der ganze Welt geht über Satelliten. Über alles geht das weg. Können Sie jeden Freitag sehen, im Tatort, im Vorspann. Kennen doch Tatort, kennen Sie doch. Ah.